Ah ja, das ist jetzt dein Favorit hier? Das ist mein Favorit ja. Im Moment, ja. Warum? Warum speziell? Weil wir den ein bisschen aufgehübscht haben. Ah, okay. So mit dem, was wir unter Stadel Power Tuning eben machen. Den haben wir tiefer gelegt. Okay. Haben vorne und hinten Spurverbreiterungen mit drauf und haben diese Carbon-Anbauteile mit dran. Okay, ja. Okay. Also unten sieht man schön hier. Genau, also das genau, ist jetzt auch ein Fahrzeug, also das ist serienmäßig eine Lechante, die ist jetzt so aktuell nicht mehr bestellbar. Auto ist Ende 2021 produziert, ja, ganz wichtig, sofort verfügbar und hat von uns Modifikationen bekommen mit zum einen Motorleistung. Hier haben wir eingetragen 302 PS, das ja auf dem aktuellsten Niveau jetzt im Moment ist von der Leistung. 300 ist die höchste Serienleistung im Moment, der hat 302. Okay. Da haben wir auch das Carbondach eben mitbestellt, weil es in Verbindung mit dem Perlmutt Weiß, finde ich, am allerbesten wirkt. Super ausschaut, ja. Ja. Und haben dann gesagt, komm, wir machen mal alles, was möglich ist, ohne jetzt das Fahrzeug zu stark zu verändern oder irgendwas zu verbreitern oder Radkästen aufzuschneiden oder sonst was. Okay. Und haben den eben dann mit Eibach-Federn tiefer gelegt um 25 mm, haben okay. Vorne und hinten Spurverbreiterungen drauf, die schönen Carbon-Optik-Schweller und jetzt auch das erste Fahrzeug überhaupt, wo wir den Heckspoiler mit drauf gemacht haben, ja. Ebenfalls in Carbon-Optik. Passt jetzt super aus. Ja. Jetzt super, ja. Also, das sieht echt. Ja. Also wie mir so sagen würde, wie Faust aufs Auge. Also. Genau. Auch die Räder stehen perfekt in der Radkäste drin mit den Spurverbreiterungen. Nicht übertrieben. Ja. Alles natürlich mit TÜV, also das Auto kommt komplett genau. TÜV abgenommen, wie er steht. Noch unter 70.000 Euro. Ja, wo kriegt man so ein Auto für so ein Geld? Genau, ja, und eigentlich auch gar nicht. Was natürlich bei dem Auto ist, halt der Spaßfaktor beim Fahren, oder? Wie sind denn so die Fahreigenschaften von so einer Alpine? Wie kann sich der Zuschauer das vorstellen? Wie man Im Prinzip kann man sich vorstellen wie ein Go-Kart. Ne? Ja, ja. Okay. Durch den Mittelmotor hat er ja den Schwerpunkt direkt in der Mitte. Ist wahnsinnig gutmütig. Auch ein, sagen wir mal, der ambitionierte Fahrer kann das Auto problemlos im Grenzbereich bewegen und macht einfach durch sein leichtes Gewicht, das Auto liegt ja nur bei 1100 Kilo, teilweise sogar drunter, je nach Ausstattung, wenn man sich für eine Pure entscheidet. Und ja, Gewicht ist da einfach alles. Ja. Alles genau. Wie leichtfüßig du aus dem Kreisverkehr rauskommst, einfach ein Wahnsinn. Genau. Und deswegen ist auch die Leistung hier mit 300 PS oder auch die Serienleistung mit 252 ja, vollkommen ausreichend, weil das Auto so leicht ist. Also es macht unwahrscheinlich viel Spaß, gerade hier bei uns im Schwarzwald, leider verschneit heute. Ja. Ist einfach eine tolle Geschichte. Ja. Genau. Also ein optimales PS-Gewichtsverhältnis. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. Das heißt, so ein, keine Ahnung, 600 PS Auto, was 2,5 Tonnen wiegt, hat nicht so viel Spaß wie 300 PS mit einer Tonne. Geradeaus auf der Autobahn macht ja sicher auch Spaß, aber hier durch den Schwarzwald hätte Alpine seine Vorteile. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Dann hast du vorhin gesagt bei dem Schwarzen, dass das die S-Version ist. Was ist die S-Version? Ist das eine Sportausstattung oder Sport Edition? Oder wie genau, also die S hat serienmäßig schon mehr Leistung. Also die Pur, wenn man jetzt von der aktuellen Preisliste ausgeht, beginnt eben die Pur bei 252 PS, wie diese Lechante das auch serienmäßig hatte. Und da können wir noch einmal einen Blick reinschmeißen. Bei der Lechante sind eigentlich die Sitze, das was das Auto eben auch für große Leute interessant macht, weil die besser verstellbar sind wie die reinen Sportsitze. Okay. Aber zu deiner Frage zur S, es ist einfach die sportliche Variante oder noch sportlichere, etwas tiefer, etwas härteres Fahrwerk, größere Stabilisatoren, immer schon die große Brembo-Bremse mit dabei. Und eben auch mehr Leistung bei den Fahrzeugen, die wir jetzt hier haben. 292 PS. Ja. Bestellen wir jetzt eine, was wir natürlich auch auf Kundenwunsch problemlos machen können.
Rücken haben wir 300 PS dann drin. Ja. Ja. Und die S hat immer die Sportsitze drin, diese Sabel-Sportsitze, die nur 13 Kilo wiegen. Okay, ja. Okay. Und ist einfach ein Ticken sportlicher nochmal abgestimmt, hat auch immer schon in der Serie 18 Zoll Räder und 245er Bereifung, okay, okay. Wobei die Pure serienmäßig mit 17 Zoll Räder kommt. Kommt. Ja. Okay. Also so im Prinzip der Unterschied, wobei ich auch ganz gern eine Pure wähle, auch schon, weil wir ja vom Preis her unter 60.000 Euro sind, mhm. Und die dann einfach mit unserem hauseigenen Tuning noch ein bisschen sportlicher machen und das Ganze dann natürlich immer noch zum tollen Preis. Ne? Ja. Okay. Ja.